Auch die Fans des SV Waldhof sicherlich überrascht von den neuesten Entwicklungen. Trainer Rüdiger Rehm weg, Marco Antwerpen der neue Coach. Jetzt also gegen Münster. Zwei neue gleich in der Startelf mit Kobylanski und Klünter. Klar, der Waldhof in blau-schwarz, von rechts nach links. Wir sind in Minute 12. Das ist Jonas Karls. Der lange Ball auf Terence Boyd. Schulze-Nius kommt nicht ran und Terence Boyd schiebt ein. Die Führung für den SV Waldhof. Und das ist dann am Ende diese Schlitzohr. Terence Boyd, der die Situation erahnt. Schulze-Nius sieht da nicht gut aus. Und es ist der dritte Saisontreffer für Terence Boyd im Waldhof-Trikot. Dann die Preußen, ungeschlagen noch in diesem Jahr, eiskalt erwischt, aber der Waldhof lässt die Gäste so ein bisschen ins Spiel kommen. Das ist Marc Lorenz, ihr Kapitän. Peter, stark gehalten, aber Kulisch staubt ab. Auch die Gäste nutzen ihre erste Chance. Nico Kulis, der Innenverteidiger, mit vorne und er dann mit dem 1:1. Da haben wir Marco Antwerpen, war auch mal Trainer in Münster, sieht ein kurioses Spiel, denn so viel passiert eigentlich nicht, trotzdem sind schon zwei Tore gefallen. Der Waldhof mit dem nächsten Versuch. Sechelmann. Gut gespielt auf Jonas Karz. Und wer lauert? Natürlich Terence Boyd. Mal wieder eine Gelegenheit für den Waldhof. Aus Mannheimer Sicht ist es doch eigentlich relativ simpel. Der Ball muss nur irgendwie zu Terence Boyd. Da läuft er schon wieder und zieht den Ball über das Tor. Alles, was irgendwie gefährlich ist, hat mit Terence Boyd zu tun. Kurz vor der Pause. Einwurf für den Waldhof. Und dann Kobylanski. Den haben sie aus Altglienicke aus der Regionalliga geholt. Martin Kobylanski, natürlich ein ganz erfahrener Mann. Dann geht es in die Halbzeitpause beim Spielstand von 1:1. Da haben wir einen Eckball für Preußen Münster. Das macht natürlich ihr Kapitän Marc Lorenz. Die Gäste haben zwar den Ball, aber dann verlieren sie ihn. Und der Waldhof startet einen Konter. Und was für einen. Kevin Doden. In der Mitte ist Kobylanski, aber den kann er da nicht mehr anspielen. Immer noch Doden. Der Pass. Kobylanski kommt nicht ran. Und Doden. Die erste Chance in der zweiten Halbzeit gehört den Waldhof-Buwe. Das ist auch jetzt eine richtig gute Phase des SV Waldhof. Sie machen Druck. Alle Standards getreten von Martin Kobylanski. Jans. Die Preußen können nicht sauber klären. Kobylanski und Terence Boyd. Der war selbst für ihn nicht so leicht zu nehmen. Dann mal wieder Ecke Martin Kobylanski. Und Boyd, den kann einer mit seiner Qualität dann schon eher machen. Nächste große Chance für Terence Boyd, 55 Minuten gespielt. Hawkins, mittlerweile für Guras in der Partie, da haben wir Jalen Hawkins. Und Jans mit dem Kopfball, Kulis klärt vor der Linie. Die Chancen also da für den Waldhof. Dann kommt Münster. Das ist jetzt eine offene Partie. Badmatz, der eingewechselte Gerrit Wehkamp. Münster will drei Punkte. Sie spielen genauso wie der Waldhof auf Sieg. Das macht diese Partie so interessant. Dann Scheibu Ubejapfa. Ubejapfa donnert den Ball an die Latte. Aber die Geschichte ist noch nicht vorbei. Marc Lorenz, und er kann gute Flanken schlagen, so wie diese auf den Kopf von Wehkamp. 79. Minute, Gerrit Wehkamp. Der Waldhof liegt hinten. Er war der Vorlagengeber für ihn.
Ja, mit dem Kopf. Gerrit Wehkamp, eine Sache, die erst hier mit diesem Lattenkracher von Uwe Jadwa losging. Und dann die Flanke von Lorenz auf den Kopf von Gerrit Wehkamp. Was hat der Waldhof jetzt noch drauf? Eine knappe Minute später. Beuth, wo Jans Schulze-Niehus klärt. Also unmittelbar nach dem Rückstand die Chance für den Ausgleich. Dann mittlerweile auch Cello Segert in der Partie, sicherlich mit ein bisschen Wut im Bauch auf den Platz gekommen. Da haben wir den Waldhof-Kapitän, müsste flanken. Aber was macht er? Der donnert den Ball in den Winkel! Cello Segert! Und diese Emotionen danach! Ich bin ein Waldhöfer! Und was für ein Traumtor von Cello Segert! Marco Antwerpen nimmt es fast regungslos hin. Wie kann man so ruhig bleiben bei diesem Tor? Es ist der Ausgleich, es ist der Endstand. 2:2. Der Waldhof holt dank Cello Segert einen Punkt. Ein Remis also zum Einstand von Marco Antwerpen.